So, meine Lieben, willkommen zurück bei Duelings. Wir gucken uns jetzt ganz kurz die zwei neuen Decks an, weil ich möchte eine kleine Bewertung dazu abgeben und euch sagen, welches gut und welches schlecht ist und vor allem, was gut und was schlecht daran ist. Wir haben nämlich einmal das Legendary Decks von Joey und das Hero Rising von Jaden. So, wir haben jetzt hier das Deck für wie viel? 500, Entschuldigung, für 500 Kristalle, Rubine, wie auch immer. Wir haben hier die Polymerisation in einem alternativen Artwork, was gut aussieht. Wir haben hier Blazeman, eine richtig geile Karte. Vor allem, falls sie normal oder spezialbeschworen wird, searcht ihr euch eine Polymerisation. Ziemlich gut. In der Main Phase, du kannst keine Spezialabschwörung mehr machen. Außer Fusionsmonster, ich lege einen Zeitmonster von der Deck auf den Friedhof. Außer Placeman. Und man kann den ATK und Death zu derselben machen wie von Placeman. Okay. Das ist auch ziemlich geil. Also, erstmal Poly-Search. Nice. Richtig nice. Bringt euch auf jeden Fall weiter. Elemental Voidig, eines der allergeilsten Monster ever. In Kombination mit Fusionstor ist er richtig geil, weil ihr verwandt Monster und wenn Voidig Kampfschaden macht, dann könnt ihr ein Elemental Monster wählen und als Spezialbeschwörung aus der verwandten Zone aus der verwandten Zone auf eurem Feld beschwören. Einfach nur nice. Gut, er hat nur 1000 ATK, aber es lohnt sich. Auf jeden Fall, er ist gut. So. Dann haben wir hier noch den Fusionsrückerstattung. Auch Fusionssupport. Sollte man kennen, ist eine richtig gute Karte. Poly und Fusionsmaterial zurücklegen. Ist mit Fusionsrecyclingsanlage. Ist das richtig nice. So, Rottweiler haben wir auch noch. Ist genauso wie Fusionsrückerstattung. Muss nur Löchkampf zerstört werden. Dann kannst du einen Elementarhalt und einen Polymon, eine Polymeration zurücknehmen. Nice, auf jeden Fall. Ist zwar nur für Helden, aber was soll's. Allein diese vier Karten bringen euch schon mal ziemlich weiter. Vor allem, wenn ihr Fusionsmonster spielen wollt. Des Weiteren haben wir hier noch Karten wie Geburt eines Helden. Ihr könnt ein Monster zufällig beschwören. Wenn man das so timet, dass man nur ein Monster auf der Hand hat, ist das richtig nice. Gute Karte, auf jeden Fall. Ich gucke noch kurz mal Heat und Lady Heat und die anderen an. Du machst 200 Damage, das ist nicht so toll. Und du machst übrigens eine zweite ATK für jedes Elementalmonster. Okay, die sind nicht so toll. Was könnte Blitz nochmal? Ja gut, man kann Elementalmonster und eine normale Zauberkarte im Friedhof verbannen. Man kann immer zurück auf die Hand nehmen. Hört sich nicht schlecht an, aber okay. Auf jeden Fall lohnt sich das Deck am meisten. Das solltet ihr euch holen, auf jeden Fall. So, dann haben wir hier noch Legendary irgendwas hieß das jetzt. Mein Gott, ich habe gerade nicht hingeguckt. Das ganze Deck baut auf Guilford. Und ganz ehrlich, Konami, was habt ihr hier bitte für einen Schrott reingepackt? Ganz ehrlich, Guilford ist einfach mal. Kann nicht als Spezialaufführung geschworen werden. Dumm. Wenn das Normal kommt, du kannst Monster von Typ Gear, die du kontrollierst, mit so viel Ausrüstungskarten ausrüsten wie möglich von dem Friedhof. Ja toll, wir haben nur drei Plätze. Das ist dumm. Das ist richtig dumm. Im TCG geht die Karte besser, aber auch hier. Nee, lasst es sein. Nützt euch nichts. Wir haben hier noch den Kommandant Gothams. Ja gut, alle Xamen-Monster kriegen 4 ATK, aber die sind 6 Sterne-Monster, oder? 2, 4, 6, ja. Ist nicht ganz so toll. Der Galahad, ja, ist auch scheiße. Er kriegt ATK, wenn er angreift, wenn er angegriffen hat, wenn er angegriffen wird, verliert er ATK. Nee. Dedi Krieger ist ganz okay, aber. Man will verdeckt setzen, damit das Gegner noch verwandt ist, aber auch nicht so toll.
Ist halt auch wieder scheiße. Die Ausrüstungszauberkarten und alles sind auch kacke. So wie auch der Krug der Trägheit. Er ist ganz okay, aber er ist zu langsam für das Spiel. Also kauft euch das Deck ab. Lieber nicht. So. Hey, und hier seht ihr jetzt meine Endcard. Hier seht ihr übrigens ein Video, was euch laut YouTube am besten gefällt. Dann seht ihr natürlich zwei Playlisten von mir, die ihr euch gerne anschauen könnt. Und natürlich auch die Duel Links Playlist. Ich wünsche euch viel Spaß. Lasst gerne ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Und lasst auch gerne einen Kommentar da. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Bis dann, ciao.